die Existenz eines Schöpfers, Gottes, wie auch immer ich es nennen möchte, ist offensichtlich. Und wer das nicht sehen kann, hat ein Problem mit seiner Wahrnehmung. Der ist geistig beschränkt. Die moderne Wissenschaft im Westen hat die Religion abgelöst. Aus dieser Matrix auszusteigen, das ist nicht so einfach. Nee. Weil wir sind ja drin groß geworden. Wir wurden ja von klein auf an da drin geprägt. Und es gibt ja Untersuchungen, die auch zeigen, dass ein Mensch, wenn er schläft, bis zu 20 Gramm Gewicht verliert. Und wenn er wieder aufwacht, sind diese 20 Gramm wieder drin. Das Problem der Jugend ist es aus meiner Sicht, denen fehlt Orientierung. Was die Schule heute vermittelt, ist ja eigentlich nur ein fragmentiertes Wissen, was dich auf das System vorbereitet, wo du also ein Systemding werden darfst. Irgendwo ein kleines Rädchen im großen Räderwerk der Gesellschaft. Dass jeder Mensch eine Aufgabe hat und dass er die nur finden muss und die lebt und danach viele Dinge, nach denen die Menschen streben, von alleine kommen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, spielt keine Rolle. Die Existenz eines Schöpfers, Gottes, wie auch immer ich es nennen möchte, ist offensichtlich. Und wer das nicht sehen kann, hat ein Problem mit seiner Wahrnehmung. Der ist geistig beschränkt. Weil wenn du nicht genau hinschaust und dir wirklich mal die Natur anschaust, unseren Körper anschaust, schau dir ein Libellenauge an oder unser eigenes Auge, das ist ein Meisterwerk. Oder schau dir das Gehirn an eines Menschen. Ja, das soll ein Zufallsprodukt sein. Da merkst du, dass die moderne Wissenschaft ein Glaubenssystem ist, im Grunde sagen, ein Religionsersatz. Das hat die moderne Wissenschaft im Westen hat die Religion abgelöst. Ja, das ist eigentlich bewusst herbeigeführt. Und wir konnten es ja in den letzten 3 Jahren sehr gut sehen, dass es mehr was um Glauben ging und um, ich sag mal, Ketzer, die eben den Glauben nicht teilten. Die wurden dann ausgegrenzt im Rahmen der C-Krise. Da konnten wir eigentlich sehr schön sehen, dass es mit Wissenschaft überhaupt nichts mehr zu tun hat, dass die kritischen Stimmen überhaupt nicht mehr gehört wurden. Die wurden einfach diffamiert, stigmatisiert, ausgegrenzt, mundtot gemacht, was auch immer. Ja, es wurde ja keine Diskussion wirklich angeregt. Es wurde ja nicht nur eine Gegendarstellung mal akzeptiert, überhaupt nicht. Und daran merkst du, dass die Wissenschaft eigentlich heute nur noch eine Prostituierte ist vom entsprechenden Geldadel, der das finanziert und der sich die Studien und die Ergebnisse erkauft, die sie brauchen, um ein bestimmtes Narrativ durchzubringen. Und wenn man das noch nicht gerafft hat, dann wird man mit diesem, ich sag mal, eingeweihten Wissen oder mit diesem etwas erweiterten Verständnis der Welt und des Menschen nicht viel anfangen können. Dann wird man sagen, ja, das ist doch Quatsch, das ist doch, ja, was glaubst du denn? Ist es überhaupt bewiesen? Falsche Frage. Du bewegst dich dann gedanklich ja immer noch in dieser Käseglocke. Ja. Das ist das Problem. Und da erstmal auszusteigen, nennen wir es ruhig, das ist die Matrix. Aus dieser Matrix auszusteigen, das ist nicht so einfach. Nee. Weil wir sind ja drin groß geworden. Wir wurden ja von klein auf an da drin geprägt. Und jetzt hast du eigentlich nur eine Chance, wieder zu fühlen, weil du kriegst ja, sag ich mal, deinen Wahrheitskompass mit inklusive, wenn du hierher kommst. Die Frage ist nur, hast du diesen Zugang noch zu diesem Wahrheitskompass? Und die meisten haben ihn leider nicht. Und das ist normopathisch, sage ich immer. Das ist krankhaft. Das ist, man könnte sagen, das ist diese Selbstentfremdung von sich selber. Und wenn du diesen Zugang zu dir selber nicht mehr hast, dann fehlt dir eine ganz wichtige Instanz, die dir helfen kann, Dinge zu bewerten, Dinge zu wahrzunehmen, weil ich sag mal, unsere physischen Sinne sind die primitivsten Wahrnehmungsorgane im Vergleich zu dem, was der Mensch wirklich kann und was der Mensch ist. Ja? Wir sind immer so stolz darauf, dass wir mit den Augen und mit den Händen alles ertasten und sehen können. Und Dinge wie höhere Intuition, Eingebung und so weiter, das ist alles, ist alles Fantasie. Und das Problem ist nur, weil wir es uns nicht erklären können, weil wir mit unserem grobstofflich-materialistischen Weltbild das nicht erklären können, tun wir das immer so ganz schnell irgendwie ab, sagen, das ist Fantasie. Nur das Problem ist, die grobstoffliche Materie sind 3%. 97% ist der feinstoffliche Bereich. Da wird die Musik gemacht. Ja? Das, was wir in der grobstofflichen Welt erleben, ist nur das Resultat. Das ist sozusagen die Bühne, auf der sich das Ganze abspielt. Aber die Wirkkräfte, die Ursachen, die liegen in den 97%. Und das wissen natürlich alle Eingeweihten, die in diesen Bereichen wirken. Ja? Guck mal, jeder hat ein Handy. Und keiner fragt sich, wie funktioniert das Handy? Das funktioniert im feinstofflichen Bereich. Diese Frequenzen, die ausgesandt werden, die funktionieren im Äther. Ja, das Handy funktioniert auch im Vakuum der Erde, im Weltall. Ja. Und keiner macht sich darüber Gedanken, dass es feinstoffliche Technologie eigentlich ist. Wenn wir überlegen, Funkwellen sind, ist feinstofflich. Ja. Und auch wir als Menschen können feinstoffliche Wellen wahrnehmen. Stell dich mal neben ein Handymast, du wirst es merken. Du wirst es merken. Jeder hat es auch schon mal gespürt und gefühlt auf irgendeine Art und Weise. So. Also jeder hat schon mal diesen Moment gehabt, auch. Ja, genau. Diesen Moment, dass wenn du zum Beispiel beobachtet wirst. Wir brauchen immer ein Konzept. Guck mal, viele Menschen haben schon Erfahrung gemacht. Viele Menschen haben auch schon außerkörperliche Erfahrung gemacht. Zwar jede Nacht, wenn sie träumen. Weil das Bewusstsein, wir sind ja in dem Sinne nicht bewusstlos. Wir haben unser Bewusstsein nur verlagert auf eine andere Ebene. Und es gibt ja Untersuchungen, die auch zeigen, dass ein Mensch, wenn er schläft, bis zu 20 Gramm Gewicht verliert. Und wenn er wieder aufwacht, sind diese 20 Gramm wieder drin. Dann frage ich dich, was ist da rausgeschüpft mal eben so? So.
Verstehst du? Ja. Es gibt also offensichtlich etwas Stoffliches, aber etwas sehr Feinstoffliches, was sozusagen nachts so, sag ich mal, unterwegs ist und sich andere Sachen anschaut, aber dann eben morgens wieder reinschlüpft. So, diese Untersuchungen gibt es. Es gibt ja sogar Aufnahmen, wo das, was man vielleicht als Seele bezeichnen kann, den Körper verlässt. Das gibt es, weil es stofflich ist, nur feinstofflich. So. Und solange wir sowas nicht wieder akzeptieren, auch in der Medizin nicht akzeptieren, werden wir niemals die wirklichen Ursachen für Krankheiten, für Symptome finden können und geschweige denn ursächlich behandeln können. Wenn wir nur den fleischlichen Körper betrachten und sagen, okay, da muss auch irgendwo die Ursache sein, dann grenzen wir 97% dessen, was Realität ist, aus. Und wir sind nun mal nicht nur ein fleischlicher Körper, genauso wenig wie du der Fahrer deines Autos bist. Das Auto ist dein Vehikel, ja gut, aber der Fahrer dieses Autos ist ja was völlig anderes. Und genauso ist der Fahrer deines grobstofflichen Körpers etwas völlig anderes als der Körper. Ja. Und da fängt ja sozusagen das Spielchen an. Nur wenn ich kein Konzept habe, um mir das zu erklären, was das Feinstoffliche denn ist, also nennen wir es mal die Seele, wenn man nur denkt, ja, das ist irgend so ein religiöses Konzept, was so ein Überbleibsel ist, als die Menschen noch ganz dumm waren und nur geglaubt haben, ja, wenn ich mit so einer Arroganz diesem Thema mich nähere, dann darf ich mich nicht wundern, dass ich auch in meiner Erkenntnisgewinnung nicht viel weiterkommen werde und in der Falle letztendlich drinbleibe, und zwar der Falle aus der eigenen Arroganz letztendlich. Und die Wissenschaft, die sich ja immer so hochstilisiert und von sich behauptet, sie ist ja so weit, ja, das ist ein einziger Witz, ist das, wenn man das bedenkt. Das ist wirklich ein Witz. Ja, und ich bin auch überzeugt davon, dass wir schon in früheren Generationen oder in früheren Zivilisationen schon viel weiter waren, als wir heute quasi sind. Und dass wir uns immer, wir entwickeln uns quasi zurück, habe ich das Gefühl. Und das, wir degenerieren auf höchstem Niveau, ja, leider. So. Leider. Und ich habe das Gefühl, das ist auch bewusst so gewollt, weil ich habe auch das Gefühl, dass wir extra davon abgekoppelt werden, weil wenn Menschen realisieren, wer sie im Kern eigentlich wirklich sind und das wahrnehmen, dann werden wir auch stärker und dann realisieren wir, was auch alles möglich ist und dass wir uns auch zum Teil selbst heilen können, dass wir so viele Dinge tun können mit unserem eigenen Bewusstsein, was natürlich aber dann auch schwieriger machen wird, uns auf eine gewisse Art und Weise zu steuern und zu lenken. So, und deswegen habe ich das Gefühl, dass diese ganzen Dinge, die wir auch in der heutigen Welt haben, weil wie willst du denn dein Bewusstsein finden, wenn du den ganzen Tag am Handy rumhängst und den ganzen Tag irgendwie irgendwelche TikToks reinziehst, so. Und das macht die neue Generation nun mal einfach so. Es gibt natürlich auch einen Teil, der offen ist und der Lust hat, sich mit mehreren, also mit tieferen Dingen auseinanderzusetzen, aber leider die meisten Leute, die jung sind gerade, beschäftigen sich mit sowas gar nicht mehr. Und wie soll dann die Zukunft aussehen? Weißt du, das Problem der Jugend ist es aus meiner Sicht, denen fehlt Orientierung. Ja, wir sind in einem Zeitalter der Entwurzelung, der Orientierungslosigkeit, der Spaltung, der Verwirrung, der Anti-Vernunft, könnte man wirklich sagen. Also was wir hier erleben müssen, ist ja eigentlich nur grotesk. Ja? Und der jungen Generation fehlen Vorbilder, die ihnen Klarheit und Orientierung und Orientierung vermitteln, was wirklich wichtig ist im Leben. Ja? Worauf kommt es an? Und ich sage mal so, die Krise hat aus meiner Sicht natürlich auch was Gutes, weil das ist die Zeit, wo Menschen sich endlich mal wieder die wichtigen Fragen des Lebens stellen, nämlich, wer bin ich? Wo komme ich her? Dann, wo befinde ich mich gerade in diesem Spiel? Also, was ist das hier für ein Irrsinn, den wir erleben? Und natürlich die wichtige Frage, was ist meine Bestimmung? Was ist mein Lebenssinn? Warum bin ich hier? Ja? Und wo möchte ich in Zukunft hin? Und wenn ich mir diese Fragen nicht irgendwann in meinem Leben stelle, dann werde ich durch die Lebensumstände dahin geprügelt, auf gut Deutsch. Und dann muss ich offensichtlich viel Leid erstmal ertragen, um langsam irgendwann zu der Erkenntnis zu kommen, so wie ich jetzt bis jetzt gelebt habe, kann es offensichtlich nicht richtig sein. Es erzeugt zu viel Schmerzen und zu viel Unglück. Also muss ich mir die Frage stellen, warum ist das so? Oder andersrum gesagt, was gibt es denn noch im Leben für Möglichkeiten? Und ich möchte mal vielleicht auch das Gespräch nutzen, ich denke mal, du hast ja auch viele jüngere Menschen in deiner Community. Mir ist es sehr, sehr wichtig, das ist in den letzten Jahren extrem bei mir auch, sage ich mal, so gewachsen, für diese jungen Menschen auch so ein bisschen Orientierung zu geben. Genau, das hätte ich dich jetzt auch gefragt, so, was können die, was kann man, was würde der erste Schritt sein? Mit was sollte man sich auseinandersetzen? Also wie geht man davor? Ja. Also im Grunde ist es eigentlich ganz einfach. Was interessiert die Jugend? Also, oder andersrum gesagt, was die Schule heute vermittelt, ist ja eigentlich nur ein fragmentiertes Wissen, was dich auf das System vorbereitet, wo du also ein Systemding werden darfst. Irgendwo ein kleines Rädchen im großen Räderwerk der Gesellschaft, die aber schon vorgegeben ist und die aus meiner Sicht ein Ablaufdatum hat. Es kann also nicht Sinn sein, also jedenfalls, wenn man ein glückliches Leben führen möchte, dass man einfach nur das macht, was andere einem sagen. In der vedischen Kultur
gab es eine ganz andere, sag mal, Reihenfolge der Entwicklung. Es geht ja jetzt um Entwicklung, worüber wir eigentlich sprechen. Und da gibt es 4 Stufen der Entwicklung. Und ich finde, die sind eine sehr gute Orientierung, auch gerade für die moderne westliche Kultur, weil das Wissen fehlt uns momentan und das ist so wichtig, weil viele Menschen suchen ihr Heil in der Spiritualität oder in dem, was sie dafür halten. Aus meiner Sicht ist das aber auch teilweise eine Falle. Und warum ist das eine Falle? Ganz einfach. Man überspringt gewisse Stufen der Entwicklung. Das kannst du nicht machen. Du wirst sonst immer wieder zurückgeworfen. Die Basisstufe ist im Grunde für einen Menschen, einen jungen Menschen, der jetzt gerade, sage ich mal, so ausgereift ist oder, ich sag mal, so jetzt Schule hinter sich hatte, Anfang 20 ist, sich erstmal die Frage zu stellen, wirklich, wer bin ich und was ist meine Berufung? Beziehungsweise, nach was für Gesetzmäßigkeiten läuft das Spielchen hier eigentlich ab? Ich muss also erstmal wirklich verstehen, was hier überhaupt Sache ist. Also ich muss mich orientieren, ich muss verstehen, wo oben und unten ist, was richtig ist, was falsch ist, was gut ist, was böse ist, was, sag ich mal, tugendhafte Werte sind und erstmal so meinen Platz finden. Das ist die erste Basis. Das ist mittlerweile auch das Wichtigste und auch das Schwierigste. Wollte ich gerade sagen. Finden. Da könnte man ein ganzes Seminar zu machen. Wobei das auch aus meiner Sicht gar nicht so kompliziert ist. Ich gebe mal ganz praktische Beispiele für Menschen, um ein bisschen Klarheit zu bekommen. Wenn du einen Menschen fragst, was magst du oder was möchtest du gerne machen? Dann wird er meistens darauf antworten, ich kann dir eher sagen, was ich nicht mag. Und das ist okay. Dann fangen wir mal damit an. Nimm dir einen Zettel, schreib auf die eine Seite alles runter, auf eine Spalte, was du nicht magst, was du sogar hasst. Als Beispiel, ich hasse es, wenn andere mir sagen, was ich zu machen habe. Ich hasse es, einen 9-to-5-Job gefangen zu sein. Ich hasse es, nur so wenig Geld zur Verfügung zu haben. Ich hasse es, fremdbestimmt zu sein durch andere, durch was weiß ich. So, wenn man das alles sich so mal von der Seele runtergeschrieben hat, kommt im zweiten Schritt, nimmst du jetzt mal diese Formulierungen und formulierst die komplett ins Gegenteil. Also statt, wenn du sagst, ich hasse es, in so einem Hamsterrad zu sein, ich liebe die Freiheit. Wenn du sagst, ich hasse es, von anderen immer ständig fremdbestimmt zu werden und andere sagen mir, was ich zu machen habe, sagst du, ich möchte selbstbestimmt leben, ich möchte eigenverantwortlich sein. Und so, dass du im Grunde einmal ein komplettes Spiegelbild erschaffst. Und wenn du das gemacht hast, dann bleibst du auf dieser Seite der ins Gegenteil formulierten Aussagen und guckst die nochmal ganz genau an und verfeinerst die nochmal im Detail. Also du schaust dir an, was ist dir von diesen ganzen Formulierungen wirklich wichtig? Also was hat für dich höchste Priorität? Im Grunde geht es darum, finde erstmal deine Werte. Wenn mich einer fragt, Reik, was sind deine Werte, kann ich ganz klar sagen, Wahrheit, Freiheit, Gesundheit. Weil alles, was ich dann mache, die einzelnen Tätigkeiten, die ich mache, ordnen sich diesen Werten unter. Das heißt, ich brauche erstmal meine Werte, beziehungsweise ich brauche sogar erstmal mein tiefes Warum ich eigentlich hier bin, meine übergeordnete Vision. Aus der leiten sich meine Werte ab und die Werte erst bestimmen meine Ziele. Und erst wenn ich meine Ziele kenne, kann ich auch überlegen, mit welchen Strategien, Methoden ich kann ich diese Ziele erreichen und im letzten Schritt erreiche ich sie dann auch, produziere also sichtbare Ergebnisse und kann mich darüber erfreuen, dass ich, sag ich mal, Gedanken manifestiere. Ganz praktisch. Das heißt, wenn ich also dann weiß, was ich will, dann muss ich das auch nochmal für mich sortieren. Das ist die erste Stufe. Das heißt, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich will, ich weiß, wo meine Stärken liegen, meine Talente liegen, meine Interessen liegen, wo meine Werte liegen. So, Stufe 1. Wenn ich dann meine Berufung gefunden habe, geht es darum, mit meiner Berufung auch meinen Beruf zu machen. Das ist Stufe 2. Und Stufe 2 heißt aber auch, dass ich es anstreben sollte. Jetzt kommt ein Thema, was sehr triggert, materiellen Wohlstand aufbauen. Warum? Damit du Stufe 3 erreichen kannst. Weil Stufe 3 heißt, befriedige deine materiellen Wünsche. Das musst du machen, weil sonst kommst du nicht auf Stufe 4. Stufe 4 wäre nämlich dann, wenn du materiell satt bist, dass du dann irgendwann auch kein Interesse an diesen Dingen mehr hast. Und dann kommt eigentlich die eigentliche Spiritualität. Und solange du nicht materiell satt bist, solange du im Mangel bist, und wir haben eine Massengesellschaft da draußen von bedürftigen Menschen, die sind im Mangel, die haben ganz viele Mangelbedürfnisse, weil sie in ihrer Kindheit vieles nicht bekommen haben. Ich rede jetzt nicht von materiellen Gütern, ich rede von Aufmerksamkeit, ich rede von Liebe. Die meisten sind liebesbedürftig, extrem. Und aus diesem Liebesmangel heraus kompensieren sie, haben ganz komische Verhaltensmuster entwickelt und letztendlich streben sie danach. Und die heutige Konsumgüterindustrie nutzt das aus. Nutzt das aus. Viele Menschen sind traumatisiert, sind im Mangel und heutzutage wird das dann genutzt, um im Grunde den Konsum am Laufen zu halten. Nur das Problem ist, es geht nicht nur darum, einfach materiellen Konsum anzustreben, sondern, und das ist jetzt das, was ich sage, was sehr wichtig ist,
Es geht darum, wenn du weißt, wer du bist, wenn du deine Berufung kennst, wenn du deinen Beruf hast, den du wirklich liebst zu tun, das ist ganz wichtig, dann geht es auch darum, mit dem materiellen Wohlstand die Gesellschaft zu verbessern. Denn wenn du gute Absichten hast, ist es deine Pflicht, so wird das bei den Veden beschrieben, es ist deine Pflicht, Reichtum anzustreben, damit du diese guten Absichten wie ein Hebel auf die Gesellschaft übertragen kannst. Also sozusagen wie eine Lupe. Du kannst sozusagen deine tugendhaften Charaktereigenschaften dann auch zum Ausdruck bringen. Natürlich kannst du auch umgekehrt mit sehr viel Reichtum auch deine schlechten Charaktereigenschaften zum Ausdruck bringen, weil Geld ist nur eine Lupe. Das heißt, es ist völlig in Ordnung, materiellen Wohlstand aufzubauen. Es ist völlig in Ordnung, sich materiell auch was zu gönnen und satt zu sein damit. Denn nur dann bist du wirklich frei, dich auch in der geistig-spirituellen Entwicklung dann der zu widmen. Aber einfach auch nur, weil wir in dieser Welt leben, oder? Weil wir in dieser materialistischen Welt halt leben, die quasi auf Geld basiert. Und wenn du das nicht hast, dann hast du halt sehr viele Probleme in dieser Welt. Weil glaubst du nicht, dass es auch möglich wäre, ohne diese Anstrebung zum Materialismus quasi glücklich zu sein und seine Berufung zu leben, wenn man jetzt zum Beispiel darüber nachdenkt, wenn wir nicht in so einer Welt leben würden und wir noch in kleinen Communities, in Dörfern irgendwie leben würden, wo Geld keine Rolle spielt, etc. pp., dann wäre das natürlich auch möglich, aber die Welt ist nun mal die, wo wir gerade sind, oder? Also wenn du sagst Glück, für mich ist Glück ein Gleichgewicht oder ein Gleichgewicht zwischen deinen Seelenwünschen, also dem, was du willst, also dieses Ich will, dies oder jenes, aber auch deinen Verpflichtungen anderen gegenüber, also das, was ich muss. Weil wir sind soziale Wesen, du lebst nicht isoliert alleine. Guck mal, wenn du jetzt etwas anstrebst für dich selber und du reichst das, dann stehst du irgendwann auf der Spitze eines Berges und kannst sagen, ich habe es erreicht. Dann guckst du um dich rum und siehst ganz viele traurige und unglückliche Gesichter und merkst sofort, scheiße, ich bin ja nicht alleine auf dieser Welt. Es gibt ja noch andere Menschen. Und du merkst, dass es denen nicht gut geht. Das heißt, du spürst dann irgendwann auch, also du brauchst einerseits diese eigenen Wünsche, die dich auch antreiben, aber du siehst eben auch, wie es anderen Menschen geht. Das heißt, du hast sowohl Rechte für dich als auch Pflichten. Und dieses Gleichgewicht, das wird jeder, der das mal erlebt hat, auch bestätigen können. Wenn du siehst, wie andere Menschen sich freuen können, wenn du anderen Menschen helfen kannst, dass es ihnen besser geht, das ist auch meine Motivation meiner ganzen Arbeit, weil ich einfach das Leuchten in den Augen sehe, diese Dankbarkeit, wenn Menschen es schaffen, zum Beispiel durch ein bestimmtes Wissen Ängste zu verlieren, Ängste vor Krankheiten, oder auch Ängste vor anderen Dingen. Einfach nur, weil sie plötzlich jetzt richtig verstehen. Das ist für mich so wertvoll. Ja? Aber ich habe natürlich auch meine Bedürfnisse und meine Wünsche. Das heißt, dieses Gleichgewicht zwischen den eigenen Wünschen und den Verpflichtungen als soziales Wesen, in diesem dynamischen Gleichgewicht ist für mich entsteht eigentlich dieses Glücksgefühl. Das ist nicht einfach so ein Moment, ich bin glücklich und dann dauerhaft glücklich, sondern es ist ein dynamisches, immer wieder neu arrangieren, wenn man so möchte. Das ist nicht einfach so gegeben. Verstehst du? Ja, ich glaube, darum geht es. Wir haben auch soziale Verpflichtungen, aber wir haben auch individuelle Rechte und Wünsche, die wir auch bitte schön zum Ausdruck bringen sollen. Es bringt nicht sich einfach nur wie so ein, nennen wir es Helfersyndrom, völlig aufzugeben, weil du kannst nur anderen Menschen wirklich dienlich sein, wenn es dir auch gut geht. Du musst selber deinen Akku voll haben, du musst Power haben, du musst auch etwas ausstrahlen. Und wenn du das nicht kannst und nicht hast, dann bist du für andere nicht wirklich nützlich, weil du machst dich ja dann nur noch schneller kaputt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also gesunder Egoismus ist hier gefragt. Ja? Also es geht wirklich um eine gesunde Form des Egoismus und nicht, wie wir sie momentan haben, diese kranke Form des Egoismus, also wo es wirklich darum geht, sich nur über andere zu stellen und einfach nur auf einem höheren Niveau zu konsumieren. Und ich wollte noch eine Ergänzung machen. Nehmen wir mal Buddha. Buddha kam aus einem reichen Königshaus. Der war also schon materiell satt. Und er konnte dann erst wirklich komplett entsagen, weil das war ihm dann nicht mehr wichtig. Der war schon materiell satt. Wenn jetzt aber ein Mensch sagt, ich möchte auch so wie Buddha sein, aber er ist materiell eigentlich total bedürftig, dann macht er sich selbst was vor. Das heißt, er versucht sozusagen auf dieser Stufen, diese vier Stufen, er versucht sozusagen von der Basisstufe gleich auf die vierte zu springen. Und die Lebensumstände werden ihn immer wieder runterziehen. Ja, da bin ich auch immer, genau bei dem Thema, das ist auch eine Sache, die ich für mich noch nicht richtig outgefigert habe, wenn ich das so sagen darf, weil ich da auch immer im Zwiespalt bin, was das Thema Materialismus angeht, so, weil ich habe schon sehr viel gehabt, ich habe schon sehr wenig gehabt und
Ich denke mir dann immer, weil ich gemerkt habe, wenn man zu viel auf diesem, ich muss Geld machen und ich fokussiere mich auf das Materialistische, dann tendiert man vielleicht auch dazu, Dinge zu tun, die vielleicht nicht mit seinen eigenen Werten einhergehen und dass man halt da so ein bisschen auch sich ein bisschen verliert in diesem Materialismus, weil das ist ja auch so eine Sache, da kannst du, manche Menschen können da auch gar nicht richtig satt werden, so, weißt du, wie ich meine, weil dann hast du das Ziel erreicht, dann willst du mehr. Materialismus ist auch ein bisschen so, kann auch leider ein bisschen so in diese negative Richtung reingehen und deswegen ist es halt, glaube ich, immer um ein gesundes Gleichgewicht. Nennen wir es mal die goldene Mitte, ne? Klar. Ja. Also wie gesagt, Materialismus kann, oder Geld, sagen wir mal so, Geld ist für mich völlig neutral. Geld ist ein Werkzeug. Geld ist man könnte sagen, ein Spiegelbild deiner Glaubenssätze. Ja. Und mit diesem Werkzeug kannst du tolle Sachen machen. Du kannst auch Blödsinn damit machen. Das ist völlig klar. Und Geld bringt auch eben deine Charaktereigenschaften zum Ausdruck. Also wenn du ein kleines Arschloch bist mit wenig Geld, wirst du mit viel Geld ein großes Arschloch auf gut Deutsch. Und deswegen, Geld macht dich eigentlich nur noch ehrlich und ehrlicher und sichtbarer in dem, was du wirklich bist. Und wenn du die Möglichkeit, wenn du ein guter Mensch bist, auch im Kleinen, wenn du schon im Kleinen, auch wenn du nicht viel hast und trotzdem gerne teilst und anderen Menschen hilfst, weil das deine Einstellung ist, dann wird dir das Mittel Geld, wenn du plötzlich die Möglichkeit hast, viele Menschen zu erreichen, dann wirst du das auch für sowas einsetzen. Ja, und ich glaube, deswegen ist es auch sehr wichtig, das vorher zu lernen. Also, dass man vorher auch lernt, wie man ein guter Mensch ist, sage ich mal in Anführungszeichen, so, weil die Gefahr, dass du... Ja, genau. Das ist Stufe 1, genau. Bevor du dann mit der Berufung deinen Beruf und den materiellen Wohlstand anstrebst, brauchst du erstmal diese Charakterschulung. Ja. Und das ist so wichtig und das fehlt aus meiner Sicht heute total, dass junge Menschen, nicht nur Männer, auch Frauen oder Mädchen, gute Werte vermittelt bekommen durch Vorbilder, nicht nur durch, dass einer irgendwas erzählt, sondern es muss vorgelebt werden, es muss Beispiele geben, an denen man sich sozusagen orientieren kann, damit sie das verinnerlichen können und sehen können, ja, ich habe da jemanden, es muss jetzt nicht die eigene Familie sein, es können ja auch, was weiß ich, zum Beispiel Social Influencer. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, dass sich gerade Social Influencer, die ja momentan sehr viele Menschen erreichen, sich mal darüber Gedanken machen, was für Werte vermitteln sie eigentlich. Dankeschön. Bei einigen bin ich da sehr, 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 sehr skeptisch, dass die... Ja, vor allen Dingen die auch, wo die meisten Kids hinschauen, das ist das so, was ich kritisch sehe. Da, wo die meisten Kids hinschauen, die Leute, die sie sich wirklich, die meisten Kids sich als Vorbild nehmen, die haben heutzutage gar keine richtigen Werte mehr. Also die stehen gar nicht wirklich für irgendwas. Da geht's wirklich nur um Geld und nur um diese materialistischen Geschichten und gar nicht mehr um Seele und um ein guter Mensch sein und sich gegenseitig zu unterstützen, Liebe und diese ganzen Sachen. Das funktioniert ja heutzutage gar nicht mehr richtig, auch in der Öffentlichkeit. Wenn du dann anfängst, dich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, dann kriegst du weniger Aufmerksamkeit, als wenn du zum Beispiel Dinge tust, die eher so in die andere Richtung reingehen. Und deswegen würde ich das auch vollkommen unterschreiben, was du gerade sagst. Und was ich zu dem Punkt vorher nochmal sagen wollte, ist, als du diese Stufen erklärt hast, wie man quasi seine Berufung findet und wie man da vorgeht, so. Man merkt bei dem auch, was du gesagt hast, und das ist mir auch nochmal wichtig, das so rauszuarbeiten, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzen muss. Und das ist so eine wichtige Sache auch schon im jungen Alter, dass man Zeit mit sich selbst verbringt und sich hinsetzt und sich Gedanken darüber macht und sich die Dinge aufschreibt, die du gerade gesagt hast und nicht jeden Tag sich mit irgendwelchen Leuten umgibt, die vielleicht gar kein wirkliches Interesse daran haben, dass es dir gut geht und in Shisha-Bars rumhängen und das machen, dies machen, sondern sich auch mal wirklich Zeit für sich selbst zu nehmen, in Ruhe eine Kerze anzumachen und sich ein paar Dinge aufzuschreiben, so auch in jungem Alter, weil das ist quasi die Basis dafür, wie du es gerade eben schön erklärt hast, dass du auch wirklich deine Berufung lebst und deinen Beruf findest und dass du dann wirklich auch das machst, für was du bestimmt bist, weil ich glaube auch so wie du, dass jeder Mensch eine Bestimmung in sich trägt, dass jeder Mensch eine Aufgabe hat und dass er die nur finden muss und die lebt und danach viele Dinge, nach denen die Menschen streben, von alleine kommen. Weil ich glaube, wenn du das wirklich findest, dann kommen diese ganzen Sachen wie Geld, Materialismus, so. Wenn du wirklich das machst, für was du bestimmt bist, kommt das zu dir quasi. Ist so. Sehe ich genauso. Also deswegen ist es so wichtig, diese Beziehung mit sich selbst einzugehen. Und guck mal, ich habe mich jetzt nach dem Studium ganz viel mit Gesundheit beschäftigt, weil ich gemerkt habe, damit beschäftigt sich ja kaum jemand. Also wir haben in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, haben wir 500.000 Krankheitsexperten, also Ärzte, Zahnärzte, Heilpraktiker. Aber wer sind die Gesundheitsexperten? Mhm. Ja? Und das muss im Grunde jeder selber werden, für sich selber. Und ich habe eine sehr einfache Gesundheitsdefinition. Die besteht nur aus 3 Worten, aber da ist alles drin. Für mich ist Gesundheit die Qualität deiner Beziehungen.
Und zwar die Beziehungen auf drei Ebenen. Und was wir gerade besprochen haben, war die Beziehung zu dir selbst, das ist die erste Ebene. Dann die Beziehung zu deinen Mitmenschen und Mitgeschöpfen. Und auf der dritten Ebene die Beziehung zum Allschöpfer. Und auf diesen drei Ebenen ist eine Menge Bedarf gerade der Heilung. Ja? Also die Beziehung zu sich selber, weil wenn du nicht mehr fühlen kannst, dann verlierst du den Zugang zu dir selbst. Dann bist du im Außen. Und da bist du auf Außenreize angewiesen. Da bist du lässt du dich von allen möglichen Leuten, die irgendwie nett was erzählen, verführen. Du kannst es aber nicht irgendwie mit deiner inneren Instanz prüfen, ob das Blödsinn ist oder ob der nur an sich denkt und dich verführen möchte oder vielleicht für eine fremde Agenda missbrauchen möchte oder ob der es wirklich gut mit dir meint. Du musst ja etwas in dir haben, womit du, sag ich mal, Wahrheit prüfen kannst. Diese innere Instanz, diesen Wahrheitskompass. Und das hat sehr viel mit Gefühl zu tun. Nur wenn du in der Hinsicht, sag ich mal, gefühlsgepanzert bist, also diesen Zugang nicht mehr hast, dann ist es schwer, sehr schwer, diesen Zugang zu finden. Du orientierst dich an irgendwelchen anderen Geschichten, ja. Und da kann es vielleicht erstmal hilfreich sein, ich sag mal,